Schönen guten Abend alle zusammen. Heute zum Agile Care Live Workshop jeden Montagabend. Da begrüße ich Sie ganz herzlich dazu und freue mich, dass wir hier wieder zusammengekommen sind. Sie, um von mir neue Informationen oder alte Informationen, die Sie auffrischen möchten, erhalten. Auf jeden Fall wird es ein sehr interessanter Abend und nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Ja, heute am 3.4., der Monat hat schleichend begonnen am Samstag und wir sind schon am dritten Tag dieses Monats und es geht wieder um Agile Care. Ich begrüße Sie recht herzlich, begrüße alle diejenigen, die hier live mit dabei sind, aber auch diejenigen, die die Aufzeichnungen sich anschauen, weil Sie jetzt keine Zeit haben oder sich das jetzt ersparen möchten, heute Abend dabei zu sein, sondern das ein andermal, wenn es Ihnen bequemer ist, sich anzuschauen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bedanke mich recht herzlich schon mal bei meinen Eltern, Mutti, Papi, Renate, Werner, ihr beiden. Ihr unterstützt mich sehr gut im Hintergrund, dann die Fragen schon mal zu beantworten, schon mal vorzubereiten, die ich Ihnen dann beantworten darf. Und ja, ich hoffe, ich bin gut zu hören. Wenn noch mir jemand das kurz noch mal im Chat bestätigen kann, dass der Ton und auch Video dann für Sie sehr gut ist, dann können wir dann auch dann hier mit unserem Workshop weitermachen. Dankeschön, Frau Kohlmeier. Dankeschön, dass Sie mir das hier mitteilen, dass der Ton super ist. Dankeschön. Ja, dann beginnen wir auch gleich mit der Präsentation. Was ich auch nicht vergesse für Sie, dass Sie sich die Files herunterladen können. Die habe ich jetzt freigegeben, die können Sie sich herunterladen. Und ich gebe auch schon mal jetzt schon vorsorglich diejenigen Dokumente frei zum Downloaden, damit Sie diese sich ganz bequem herunterladen können, wenn Sie das möchten. Ja, heute 3. April. Wir sind wieder dabei. Agile Care für bessere Lebensqualität. Und was nicht fehlen darf, ist der Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und als erstes mal wieder unsere Folie mit den Kommunikationsmöglichkeiten, weil wir haben hier eine Änderung vorgenommen. Diejenigen, die in dieser Woche bereits das Vergnügen mit mir hatten im Telefonservice, haben das bemerkt. Mein Vater kümmert sich oder widmet sich anderen Aufgaben bei uns in der Firma derzeit, so dass ich den Telefonservice übernommen habe. Und Sie erreichen mich unter der Nummer 033 631 43 4109. Wiederhole nochmal 033 631 43 4109. Sie steht auch hier auf der Folie drauf. Da dürfen Sie mich sehr gerne anrufen. Die Zeiten haben sich nicht geändert. Montag bis Freitag, beziehungsweise diese Woche, Montag bis einschließlich Donnerstag, 9 bis 10 Uhr sind wir da erreichbar und Sie können dort Ihre Fragen stellen, mit mir diskutieren oder auch Ihre Rückmeldung an mich geben, wie entsprechend Sie gut zurechtgekommen sind. Auf unserer Seite, die habe ich Ihnen hier mitgebracht, https://ulrich-mtc.de/download. Finden Sie viele nützliche Informationen und dort können Sie sich unter anderem auch ein Video zu den Randbedingungen anschauen, aber auch weitere hilfreiche Tipps erhalten. Es lohnt sich auf jeden Fall,
dort einmal vorbeizuschauen und zu nachzusehen, was alles wieder neu ist, beziehungsweise einfach mal das aufzufrischen, was sie bereits wissen. Es ist immer eine, na, Reise nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Klick wert, sich das anzuschauen und dort die Informationen herunterzuladen. Wir sind von der Methode AGCARE überzeugt, mittels selektiver, spezifischer, elektromagnetischer Frequenzmuster entsprechende Mikroorganismen zu eliminieren. Dies zur Methode. Und vom Vortrag der letzten Woche wissen Sie, es bedarf Geduld und auch Disziplin des täglichen Anwendens, um hier erfolgreich zu sein. Und was ist die Methode? Sie kennen die Folie eventuell auch, das Bild nochmal. Was passiert bei uns im Körper? Wir haben eine Zelle, auf Zellenebene ist das hier dargestellt, von links nach rechts. Die Zelle, die gerät in eine Energiekrise, es besteht eventuell Sauerstoffmangel und sie rettet sich, die Zelle rettet sich in einen Ersatzstoffwechsel, um zu überleben. Dieser Ersatzstoffwechsel ist eine alkoholische Gärung, man nennt ihn auch Krebsstoffwechsel, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass sich auf Zellenebene hier Mikroorganismen ansiedeln und diese in Disbalance geragen. Und hier kommt AGCARE für Sie ins Spiel, für Sie, weil Sie AGCARE haben und es dann entsprechend einsetzen können, nämlich zur Eliminierung dieser Mikroorganismen, die sich dort angesiedelt haben. Und mit AGCARE eliminieren wir sie, diese entsprechenden Mikroorganismen, und können sie dann entgiften, beziehungsweise die Überbleibsel entgiften und der Körper kann sich selbst heilen. Wie gehen wir dabei vor mit AGCARE? Ich habe hier mal eine kurze Gliederung mit dabei. Einmal, darauf gehe ich jetzt einzeln noch ein. Und Sie sehen AGCARE als Produkt dort. Es ist das AGCARE Pro. Diejenigen, die das AGCARE parallel haben, wissen, dort sind dann zwei Ausgänge vorne am Gerät, um dann eben die zwei Kanäle zu nutzen. Hier im AGCARE Pro ist nur ein Kanal. Als Beispiel mein Vater hier am Bild, wie er entsprechend AGCARE nutzt mit den Handelektroden. So, also wie gehen wir vor? Wir haben die Auswahl der Anwendung im Katalog und dazu ist es Voraussetzung, dass Sie das neueste Setup der Software bei sich installiert haben. Es ist Voraussetzung, ist es nicht, um AGCARE zu betreiben, aber es ist die Voraussetzung, um auf alle bereitgestellten Frequenzmuster, die wir im Katalog haben, zurückzugreifen zu können. Da sind wir momentan bei der Version 7.0.23. Also wenn Sie überlegen, habe ich jetzt die aktuelle Version, schauen Sie einfach bei sich im Gerät nach. Dort ist es angegeben, welche Version des Setups Sie verwenden. Das ist natürlich nicht im Gerät, aber in der Software. Bitte entschuldigen Sie, also Sie können das in der Software nachschauen, wenn Sie sie starten. Das neueste Setup erhalten Sie, wenn es notwendig ist, erhalten Sie von unserer Seite, die ich Ihnen vorhin kurz eingeblendet habe, also ulrich-mtc.de/download. Dort haben Sie die, wenn Sie das Programm gestartet haben, dann die Möglichkeit mittels Suchen und der Suchfunktion dann nach zum Beispiel Befindlichkeiten, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder das Symptom Husten, Schnupfen. Oder Sie haben eine Diagnose gestellt bekommen und suchen dann dort mittels dem Namen der Diagnose nach den entsprechenden Anwendungen oder aus zum Beispiel Labor oder einer bekannten Tabelle, weil diese Mikroorganismen, die Sie eliminieren wollen, bei bestimmten Symptomen, Erkrankungen dabei sind typischerweise, kennen Sie die Mikroorganismen und suchen sich dort dann diese heraus mittels der Suchfunktion. Dann haben Sie noch die Möglichkeit, wer das kann, energetische Tests durchzuführen. Wenn zum Beispiel mehrere Treffer
angezeigt werden, können sie mittels energetischer Tests überprüfen oder sich für sich herausfinden, der das kann, ob oder welche Anwendung jetzt für sie gegebenenfalls die richtige ist, in Anführungszeichen. Sie können das aber auch spontan starten. Sie wissen, es passiert nichts, wenn die entsprechenden Mikroorganismen nicht vorhanden sind, werden die Frequenzmuster widerstandslos oder resonanzlos durch den Körper geleitet. Sie können aber auch immer, und das nutzen sehr viele Anwender bereits auch, dann bei uns, beim Hersteller anfragen und von uns die entsprechenden zusätzlichen Informationen erhalten. Wir sind jetzt bei Punkt 2. Und zwar betrifft das die Geschichte vor dem Starten der Anwendung. Und vor dem Starten der Anwendung ist es uns sehr wichtig, Ihnen mitzuteilen, dass unsere Empfehlung ist, die Elektrolyte im Körper zu verbessern. Sie können sich, also ich hatte Ihnen das freigegeben, die entsprechenden Empfehlungen zur Einnahme oder zur Herstellung des Elektrolyttrunks bei uns herunterladen. Und Hintergrund ist, die elektromagnetischen Frequenzmuster müssen von Ihrem Aufnahmeort, also Hand, Fußsohle oder andere Orts, die Sie festlegen, wenn Sie Haftelektroden nutzen, zum Ort des Geschehens. Und das passiert am besten, wenn die elektrische Leitfähigkeit des Gewebes hervorragend ist. Diese hervorragende Eigenschaft, die hervorragende Leitfähigkeit, die haben wir meist als Kind oder als junger Mensch bis zum etwa 20. Lebensjahr. Danach nimmt diese elektromagnetische Leitfähigkeit ab und wir können es aber verbessern, indem wir, und da haben Sie die Möglichkeit, den Zitronentrunk, den wir empfehlen, nach unserem Rezept, welcher laut unseren Erfahrungen die besten bzw. die effektivste Methode ist, hier die Elektrolyte zu verbessern. Sie haben aber auch die Möglichkeit, Kokoswasser zum Beispiel zu sich zu nehmen oder ein alkoholfreies Weizen zu trinken. Das entscheiden Sie bitte für sich selbst. Wenn Sie haben die Möglichkeit, wenn zum Beispiel, wenn Sie nicht erfolgreich sind, zu überprüfen für sich selbst, ob und welche elektrolytverbessernden Getränke zuvor eingenommen worden sind. Und dann können Sie das gegebenenfalls noch nachjustieren für sich selbst. Wir geben hierzu lediglich die Empfehlungen. Zur Vorbereitung, also vor dem Starten, gehört auch, dass Sie sich persönlich vorbereiten, zum Beispiel für längere Anwendungen, dass Sie eventuell nochmal zur Toilette gehen, dass Sie, wenn Sie dann die Möglichkeit haben, durch das AgeCare parallel oder Sie nutzen das Erweiterungskit mit AgeCare Pro, da haben Sie die zwei Kanäle, wie ich schon eingangs sagte, und dass Sie da eventuell eine Flasche mit Wasser zur Markierung vorbereiten. Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie mehrere Anwendungen planen, hintereinander weg durchzuführen, diese in den Favoriten einzutragen, sodass eben bei Neustart des Programms, nach Beendigung des Erstprogramms, dann die einfache Auswahl dann für Sie möglich ist. Wir empfehlen dann natürlich sofort auch die Elektroden parat zu legen, so dass Sie sie dann einfach fassen können, was die Handelektroden angeht, aber auch die Haftelektroden, dass Sie sie anbringen, dass es für Sie bequem ist, während der Anwendung diese zu nutzen. Hier sind Punkte aufgelistet, es geht um während der laufenden Anwendung, aber ich denke, das gehört auch noch teilweise dann dazu, das ist so ein Übergang zwischen vor dem Starten der Anwendung und während der Anwendung. Natürlich haben Sie die Möglichkeit, auch hier den optimalen Zeitpunkt für Sie herauszufinden,
die Agilcare-Anwendung durchzuführen. Für manche ist das Tageszeit entscheidend, ob denn die Frequenzen umgesetzt werden können im Körper. Manche haben natürlich nur entsprechend Zeit, wenn wir arbeiten oder anderen Tätigkeiten oder Terminen nachgehen. Der optimale Zeitpunkt kann aber auch die Mondphase sein. Da wissen wir, dass manche beziehungsweise die meisten Erreger während der Vollmondphase ihre aktivste Zeit haben. Und damit haben wir die Möglichkeit, hier mit Agilcare sie am besten zu erreichen. Also die Tage vor dem Vollmond, der Vollmondtag und dann eben die Tage nach dem Vollmond können hier auch entsprechend genutzt werden und dann eingesetzt werden als zum Beispiel optimalen Zeitpunkt. Wir überprüfen auch vorher noch die Position während der Anwendung, sodass die meistens konstant gehalten werden kann. Also ist es für Sie ideal, liegend zu sein oder sitzend. Wobei bei liegend empfehlen wir, dass hier auch die Möglichkeit der Erdung geprüft werden kann. Wichtig ist dabei, Sie wandern nicht herum während der Anwendung. Geht ja nicht, wenn Sie die Handelektroden in der Hand halten, haben Sie nicht viel Bewegungsspielraum. Aber eben, es ist wichtig, dass während der Anwendung Sie entsprechend die Position halten können. Ich gehe mal weiter über die Entspannung begünstigen, weil das ist, denke ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, nämlich zur Vorbereitung können Sie auch hier schauen, dass Sie die Anwendung in möglichst Ruhe absolvieren können. Der Raum könnte abgedunkelt sein und wenig äußere Reize sollten auf Sie einwirken, damit Sie die möglichst breitmögliche Bandbreite nutzen können, die Frequenzen aufzunehmen und im Körper dann entsprechend an die Stelle zu bringen, wo sie dann die Erreger zerstören sollen. Dazu gehören aber auch zu den Äußeren, gehören auch bisweilen die inneren Reize, also nicht in Gedanken noch irgendwelche Probleme bewältigen und über bestimmte Sachen nachdenken, kein Handy nutzen oder einen aufregenden Film schauen. Sie können sich Ihre Lieblingsmusik anmachen oder leise Musik. Was für Sie entsprechend Entspannung begünstigt. Auch hier schreiben wir Ihnen das nicht vor. Sie entscheiden das für sich, was für Sie dann die Entspannung bringt. Und wenn Sie dann, wie auch zuvor, wenn Sie dann das Gefühl haben, Sie sind nicht erfolgreich, dann können Sie dort wieder Änderungen vornehmen. Änderungen können Sie auch vornehmen während der laufenden Anwendung. Wenn Sie die Intensität am Gerät einstellen, schauen Sie, dass es möglichst hoch eingestellt ist. Sollte mindestens 40% jedoch eingestellt sein. Das ist die 10 Uhr Einstellung. Es sollte Ihnen nicht unangenehm sein. Also, wenn Sie ein Kribbeln verspüren, das Kribbeln stellt die Sensibilität gegenüber den Frequenzwechseln im niederen Bereich dar. Also, wenn die Wechsel in den höheren Bereichen stattfinden, dann verspüren Sie fast gar nichts oder gar kein Kribbeln. Und das kann auch manchmal die gesamte Anwendung durchdauern, dass Sie dann kein Kribbeln verspüren. Aber wenn Sie ein Kribbeln verspüren und es ist Ihnen unangenehm, dann sollten Sie es etwas nach unten regeln. Wie gesagt, mindestens 40% so hoch wie möglich, wie es Ihnen angenehm ist. Was passiert dann nach der Anwendung? Im Bild vorhin ist es ein kleiner Wasserhahn gewesen, aus dem dann das Gift herausgetropft ist, bildlich. Also wir entgiften, was sehr wichtig ist. Die Mikroorganismen, die eliminiert wurden, es ist wichtig, dass deren Bestandteile, dass die entgiftet werden, dass die Toxine, die gegebenenfalls gebunden waren und dann frei werden, dass die entgiftet werden. Und wir empfehlen hierzu Naturzeolit 10 Mikrometer
Der Grund dafür ist, wir sind aufgrund der Zusammensetzung und der qualitativen Eigenschaften von Naturzeolit von diesem Produkt sehr überzeugt. Also die qualitative Eigenschaften, die Homogenität der Korngröße ist auf 10 Mikrometer genau. Das ist ein Naturprodukt. Und weil wir von diesem Produkt eben entsprechend überzeugt sind, und empfehlen wir es Ihnen. Und weil wir es Ihnen empfehlen, bieten wir es auch bei uns im Shop an. Das ist einfach der Grund, weswegen wir Naturzeolit für Sie hier aufgeführt haben und warum ich Ihnen auch vorhin die Anwendungsempfehlung mitgegeben habe zum Herunterladen. Sie können natürlich auch weitere Entgiftungsmöglichkeiten nutzen, zum Beispiel, wenn Sie in die Sauna gehen, wenn Sie schwitzen, wenn Sie in den Wald spazieren gehen. Sie können auch Chlorella-Algen zusätzlich hinzunehmen. Aber Sie haben auch, das werden Sie eventuell schon gesehen haben, im AG Care gibt es die Anwendung aus der Gruppe Entgiftung. Und auch dort haben Sie die Möglichkeiten, diese zu nutzen. Wie gesagt, zusätzlich zu der Entgiftung mit Naturzeolit 10 Mikrometer. Wenn wir nicht ausreichend entgiften, kann es zu der einzigen ungewollten Nebenwirkung kommen. Und da habe ich ein Beispiel für Sie mitgebracht, was ich Ihnen erzählen möchte. Es war eine Dame, die hat Anwendungen an Agilcare ausgetestet und durchgeführt und dann, vielleicht nicht sofort, aber auf jeden Fall hat sie festgestellt, sie hat Muskelschmerzen. Und sie hat sich dazu mit einem versierten Agilcare-Anwender ausgetauscht und siehe da, im Gespräch kam heraus, das wurde gar nicht entgiftet. Sie hat dann nach dem Gespräch konsequent die Entgiftung mit der Naturzeolit 10 Mikrometer durchgeführt. Nach der Anwendungsempfehlung, wie gesagt, die Sie sich da vorhin auch herunterladen konnten. Und 2 Tage später waren die Muskelschmerzen weg. Also in dem Fall kann man davon ausgehen, dass eben die Muskelschmerzen hier ein Beispiel der zu niedrigen und in dem Fall ja gar keine Entgiftung dargestellt haben. Also sehr wichtig, die Entgiftung nach den Agilcare-Anwendungen. Wir freuen uns immer über Ihre Rückmeldungen und freuen uns darüber, wenn Sie uns mitteilen, dass Sie erfolgreich waren. Hier ist es natürlich für uns sehr hilfreich, wenn Sie konkrete Angaben machen dazu, damit wir dann auch eben unsere Empfehlungen dann an Sie und an andere Anwender dann eben verbessern können. Sie haben die Möglichkeit, eben unsere Workshops zu nutzen, sich weiterzubilden mit uns zusammen, die Neuigkeiten aufzusaugen, die Fragen zu stellen, Downloads zu nutzen, wie Sie das auch heute gemacht haben. Und eben niemals aufgeben. Es gibt keine unheilbaren Erkrankungen. Und Misserfolg ist das Ergebnis von Ungeduld. Eine These, die ich hier ans Ende stellen möchte. Ist noch nicht ganz zu Ende, weil wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns Rückmeldung geben, wenn Sie erfolgreich gewesen sind, wenn Sie für sich auch so wie wir von Agilcare überzeugt sind und dies entsprechend Ihren Bekannten und beziehungsweise potenziellen neuen Anwendern empfehlen. Und unser Dank ist Ihnen gewiss, wenn Sie uns dann mitteilen, welcher der potenzielle neue Käufer ist und uns dies dann im Ticketsystem zum Beispiel oder als E-Mail an support@ulrich-mtc.de mitteilen. Wir reservieren Ihnen dann 30 Tage lang die Tippprovision für diese Empfehlung und der Kauf sollte in unserem Shop absolviert werden, im Shop, und ist der erfolgt, dann überweisen wir Ihnen sehr gerne die Tippprovision in Höhe von 150 €, wenn die Widerrufsfrist voll abgelaufen ist. Das noch für Sie am Ende. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Ich sehe schon, es sind